Hallo ihr Lieben, euer Girl, es ist hier und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video, ja. Ich zeige mich heute mal nicht, weil ich heute ungeschminkt bin und ja, das tue ich mir nicht an. Ich wollte mir heute eigentlich einen freien Tag machen, aber dann kam die PlayStation 3 an. So, und ich sag euch jetzt mal was. Ich habe jetzt 3 bis 3,5 Stunden gekämpft, diese PlayStation 3 euch zu zeigen. Beziehungsweise all das, was ihr jetzt hier seht, könnt ihr jetzt logischerweise sehen. Ich habe die Avamedia Capture Card, das ist eine interne Capture Card, und die wird mit diesem Avamedia Center 3D betrieben. So, könnt ihr auch gerne mal hier ein bisschen rumschauen. Ich möchte jetzt ein Tutorial machen, wie man dieses HDCP umgeht. Ich habe so viel gegoogelt, so viel geyoutubed und alle Tutorials, alle Anleitungen waren für den Arsch. Sorry für die Wortwahl. Immer muss ich selber mich da irgendwie reinwurschen und man vergeht gefühlt den ganzen Tag. Ich bin wirklich ein bisschen pisst. Immerhin habe ich es geschafft. So, deswegen mache ich jetzt das ultimative Tutorial für euch, damit euch das nicht auch passiert. So, also, es ist eine uralte Capture Card, die kann trotzdem alles HD und alles, was du brauchst, halt so erbaut. Hier steht nämlich welche, das ist die H727 PCIe Hybrid. Die habe ich. Und das ist eine uralte Karte, die wird auch nicht mehr unterstützt. Muss man natürlich auch wieder gucken, wie man tatsächlich da die aktuelle Treiber-Software bekommt. Das ist wieder eine andere Geschichte, das hat auch ewig gedauert. Aber ja, zurück zur PlayStation 3. Es gibt das Gerücht, dass man mit einem HDMI-Splitter HDCP umgehen kann. Ich habe einen HDMI-Splitter. Man kann es nicht umgehen. Man kann dieses HDCP nicht umgehen. Das ist halt so ein Kopierschutz, für die, die nicht wissen, was es ist. Weil, naja, PS4 hat eine Funktion gemacht, dass man es ausstellen kann. Das ist halt von wegen Anti-Let's Plays und so, soll es halt nicht der Öffentlichkeit zeigen, wie die Spiele aussehen. Deswegen hat Sony ja diesen Kopierschutz gemacht. Auf jeden Fall funktionierte das nicht mit einem Splitter. Es funktionierte nicht. Ich habe jetzt das HDMI-Kabel in die TV-Karte gesteckt. Und jetzt kommt das Wichtigste. Ich habe tatsächlich die Qualität runtergeschraubt. Wo ist das? Jetzt weiß ich schon nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Und die Lösung des Problems war ganz einfach, hier die Videoausgabe eigentlich schnell runter zu skalieren. Ganz ehrlich, es gibt wahrscheinlich auch nicht die Lösung, ja, ich mache das jetzt einfach mit einem Composite-Kabel, ihr wisst schon. Dieses Rot-Gelb-Weiß-Kabel. Und naja, das Problem ist, da ist die Quali noch beschissener. Wenn ihr jetzt sagt, da habe ich aber nur 720p, Mann, ich möchte aber 1080, am besten 4K, 8K, warum habe ich mir 8K-Fernseher gekauft? Für die Leute Pech gehabt, Hauptsache es geht, denke ich mir, mit HDMI. Ja, nur mit 720p geht's, schlechtste HDMI-Einstellung, aber immer noch besser als Composite-Kabel. Und von daher denke ich mir so, das ist doch geil. Ich werde es jetzt tatsächlich nochmal an dem HDMI-Splitter mit dieser Einstellung probieren. Vielleicht funktioniert das, aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht funktioniert. Es gibt irgendwelche billigen HDMI-Splitter aus China, die dann diesen Kopierschutz da rausnehmen. Aber das ist ja nur ein Gamble. Dann kaufst du den, hoffst, dass es klappt und dann klappt es nicht. Und dann hast du irgendwann 5 verschiedene HDMI-Splitter liegen und hast das Problem immer noch nicht gelöst. Also, nochmal zusammengefasst. Wer mit einer TV-Karte diesen HDCP-Kopierschutz umgehen möchte, steckt am besten die PlayStation 3 per HDMI-Kabel an die TV-Karte an und vorher schließt man das Ganze am Fernseher an, stellt schon auf 720p und dann geht das auch, wie ihr seht. Dann geht das auch, ohne Probleme. Und da braucht man keine HDMI-Splitter oder irgendwelche Patches. Man muss es einfach nur runterskalieren. Und das ist schon die ganze Kunst. Um dieses kleine Problem zu lösen, habe ich 3,5 Stunden gebraucht. Weil YouTube einfach mal wieder nichts Tolles angeboten hat. Deswegen mache ich ja jetzt dieses Video. Auch weil ich ein bisschen pissed bin auf meine ganzen lieben Kollegen hier auf YouTube.
Wie lange gibt es schon eine PlayStation 3? Warum hat niemand, aber wirklich niemand, ein vernünftiges Tutorial dafür? Alle zeigen mir nur diese HDMI-Splitter und bei mir funktioniert das nicht. Echt, da fehlen mir die Worte. Tut mir leid. Auch so ein Tutorial ist jetzt eher so ein Rant-Video geworden, aber ja, jetzt habe ich das für mich auch so ein bisschen festgehalten, falls ich mal wieder vergesse, wie das geht. Ich habe auf jeden Fall wieder eine PlayStation 3 und ja, dieses Jahr gibt es ganz viel Metal Gear Solid, I guess. Eigentlich nur Metal Gear 1 und 2 sind geplant und Metal Gear Solid 3 probably. Aber ja, endlich wieder eine PlayStation 3, ja. Gut, das wollte ich euch nur gesagt haben. Ich würde sagen, Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Mal. Stay awesome, eure Cecile. Und ciao. So, kurz Update noch. Also ich habe das jetzt an den HDMI-Splitter angeschlossen. Und das geht. Aber es geht nicht, weil es eine HDMI-Splitter ist, der das HDCP rausfiltert. Es geht einfach, weil ich die Qualität runtergeschraubt habe. Leute, das Wichtigste ist Anzeigeeinstellung, Videoausgabe 720p und dann geht das. Dann geht das. Wenn ihr irgendwie Grafikfetischisten seid, spielt auf euren Fernseher in 1080p, aber das kann man nicht aufnehmen. Zumindest nicht mit der TV-Karte, die ich habe. Es geht nicht. Und von daher, ja, das fixt tatsächlich das Problem. Ich bin so glücklich. Ohne Scheiß, ich kenne mich ja gar nicht aus mit Technik. Wirklich gar nicht. Aber ich schaffe es immer, diese Probleme zu lösen, weil ich einfach die ehrgeizigste Person überhaupt bin. Das fühlt sich so gut an. Wirklich ein Sieg. Ein großer Sieg für mich. Und ein kleiner Sieg für die Menschheit. Weil das eigentlich so simpel ist und keiner das erklärt. 720p und dann kann man das einfach anschließen und man hat dieses HDCP-Problem nicht. Mann. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social-Media-Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!